Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Teil 11 von Raft. Ja, nachdem wir jetzt ja hier unsere zwei Antennen perfekt platziert haben, unser Gerät da drin funktioniert jetzt auch bestens, werden wir jetzt anfangen und wie gesagt, ich wollte ja... Moment. Ich wollte diese Dinger da machen. Moment, da muss ich aber erst mal gucken. Ich glaube, da ist es noch. Da nehmen wir jetzt mal ein paar. Und da werden wir jetzt ein paar brauchen. Ja, nehmen wir mal 20. Man soll es ja nicht übertreiben, ne? So, Palmen. Nehmen wir auch mal ein paar. Ja, natürlich auch gleich 20. Dann passt das. So, jetzt wollen wir mal gucken, wie wir die Dinger am dümmsten hinsetzen. Den stellen wir mal da hin. Den machen wir mal so hin. Jetzt wollen wir das mal ein bisschen taktisch klug hier einsetzen. So. Dann gehen wir wieder da her. Die haben wir jetzt mal so richtig schön. Boah. So. Soll ja immerhin ein bisschen was aussehen, ne? So, jetzt haben wir natürlich hier ein Problem, weil hier nämlich der Durchgang ist. Ist ja schon einmal scheiße. So, das heißt. So, das werden wir jetzt einmal entfernen. Sollte man das vielleicht ein bisschen einteilen? Und zwar passt der Move, das machen wir anders da. Den nehmen wir mal weg und machen den von der Höhe her dahin. Schön in die Mitte. Und jetzt werden wir das ein bisschen versetzen hier. So, dass das ein schönes Bildchen gibt daneben. So, die zwei machen wir mal weg. Jetzt wollen wir mal gucken. Machen wir den mal dahin. Und den dahin. Jetzt gibt es ein bisschen besseres Bild daneben. Ja. So. Sieht ja schon ein bisschen besser aus. Obwohl die eigentlich fast noch ein bisschen rüber müsste. Egal. Einsamen. Jetzt müssen wir bloß aufpassen, dass dieser scheiß Vogel nicht wiederkommt. Da, oh, was macht? Hä? Oh, blöd, ey. Drück immer auf Q anstatt auf E. So, jetzt brauchen wir natürlich Wasse. Ich glaube, das Gerät daneben, ne? Das ist ein bisschen euch weit entfernt. Das nehmen wir noch einmal und stellen es ein bisschen weiter hinter. So, dann sieht es von dem ganzen Bild her ein bisschen besser aus von der Abstand her. Ja, das ist definitiv besser so. So. Jetzt brauchen wir natürlich Wasser. Ja, Wasser. Wasser. Wo ist mein? Komm, erzähl mir nichts. Jetzt fängt es natürlich auch zu brennen daneben. Ich
glaube, ich weiß schon, wie man das da oben nennen. Wir nennen das Oase. Da werden wir natürlich auch gleich ein Schild hinmachen. Das verletzt sich natürlich von selbst. Jetzt warten wir erstmal, bis dieses blöde Mistding da fertig ist. In der Zeit, wo das ist, könnten wir mal den ganzen... Also ich bin schon saublöd, ne? Also... So, die tun wir auch weg. Den Pinsel, ja, den lassen wir jetzt einmal, weil ich den brauchen wir sowieso. Also ist schon fertig. Mit Salzwasser füllen. Jawohl. Ich glaube, ich nehme mal einen zweiten Becher. Ich hol mir mal einen zweiten Becher. So. Weil dann könnte ich nämlich in der Zeit, wo ich jetzt gerade mal schnell da Nuff lauf und das erste Ding gieß, kann das Ding mal da anfangen zu brutzeln. So, wo müssen wir hin? Da hin. Ja, der Vogel frisst ja anscheinend diese Palmendinger nicht. Das ist in Ordnung. So, den ersten hätten wir mal. Ja, ich springe einfach. Nehmen wir Abkürzung. Ja, sacrable. So, nehme ich. Dann gehen wir natürlich gleich wieder her. Füllen das mit Salzwasser. Gehen wieder nach oben. Befeuchten unser nächstes Gerät. Die Palme ist schon gewachsen. Sehr schön. Schwupp. So, wir holen natürlich hier unser... Sehr schön. Füllen das gleich wieder auf. Okay. Und gehen wieder nach oben. Ja. Wenn wir halt noch dreimal rennen, was soll der Scheiß? Ich finde scheiße, dass der nicht rennen kann, gell? Das geht mir irgendwie auf die Nerven. So, ja. In der Blade, ne? Schon mal ein Ding mitnehmen, Wasser. So, mit Süßwasser füllen, jawohl. Wasser voll Salzwasser. Gut. Das sollten wir vielleicht noch einmal 1-2 Planken noch mit draufschmeißen. Heiliges Blechle, hey, das Ding wächst ganz schön schnell, hey. So, dann brauchen wir nur noch 2. Schwupp. So. Einmal. Zweimal. Mal. Ich häng. Sauvi. Ja, dann gehen wir natürlich sofort wieder nach oben. Ich muss ja nur noch einmal rennen jetzt. So. Hopp. So. Wenn wir dann unfertig sind, wenn wir dann mit deiner Wassergieße fertig sind, wenn wir natürlich runtergehen und das Ding natürlich sofort wieder auffüllen. Was ist denn unser Ananas-Ding daneben? Ist auch schon fertig. Gut. Aber das bleibt so, weil es zur Verzierung eigentlich gedacht ist.
So. Das wäre dann der letzte. Vielleicht sollte ich mal das große Ding machen. Dieses größere Teil da, wo... Oh, das war der falsche. So, jetzt sind alle gegossen. Jetzt könnt hier alles wachsen und gedeihen. Dann mal gucken, ob man hier vielleicht noch kleinere Dinger noch mit hinstelle. Also diese kleinen. Das muss man dann mal gucken. Ich würde sagen, wir werden jetzt erst einmal ein bisschen streichen. Oh, nehmen wir mal das da. Was jetzt, wenn wir das jetzt auch wieder so Karo-mäßig machen? So. Na freilich, warum eigentlich nicht? Da ist die Wand an. Wie gesagt, ich lasse mir auch mal irgendwas einfallen, dass wir mal ein Muster reinmachen. In die Dinger, also nicht nur dieses karierte, sondern ein richtig schönes Muster. Also so Marauder oder irgend sowas. Also ist da auf jeden Fall mal drin. Jetzt machen wir erst einmal den Scheiß. Das mal ein bisschen schöner wird hier neben. So, ich meine, das geht ja relativ schnell, muss ich sagen. Von daher, was soll der Scheiß? So, den fehlt noch. Da, da. Und der da hinten. Der da. So. So. So, dann hätten wir zumindest schon nochmal die. Jetzt müssen wir mal gucken, was nehmen wir dann noch, was einigermaßen passen wird. Ist das orange? Ich sage mal, das ist orange, stimmt das? Was war's da nicht? Ich nehm's einfach. Ich glaube, das ist kein Orange. Oder? Ah! Was soll's? Ja. Ich wollte jetzt eigentlich auch weiß nehmen, aber das wird sich jetzt mit den blöden Stiegel da ein bisschen beißen. Von daher lassen wir das einfach mal so. Ich glaube eher, dass es in Richtung Grün geht. Hier. Nehmt es mal nicht übel, aber es ist echt blöd, wenn man farbenblind ist. Ich muss selber immer drüber lachen. Ja, das ist halt so. Leute, wo nicht farbenblind sind, die können sich das nicht vorstellen, wie das ist. Es ist wirklich blöd. Also ich sage immer, ich erkenne die Farbe, also ich sehe die Farbe, ich sehe den Unterschied, aber ich kann nie sagen, ob das jetzt grün oder rot oder braun ist oder sowas. Es ist schwer zu erklären, ich gebe es zu. Aber ich sehe es mit Humor, von daher, was soll der Scheiß. So, wir haben gesehen, es fehlt hier noch eins. Und zwar das war der da, glaube ich, ne? Jawohl. Ja, sieht doch ganz lustig aus. Also wie gesagt, wir werden hier auch nochmal ein schönes Muster rein machen. Ich glaube, ich weiß schon, was für ein Muster. Das machen wir unten am Boden. Wenn wir mal... Obwohl, das könnten wir auch da oben machen. Gucken wir uns das nochmal schnell an. Wie das aussieht. Boah, das ist natürlich... Das ist natürlich saublöd, weil das jetzt alles nicht genau in der Mitte ist. Mal abgesehen von dem da. Da könnte man eventuell ein schönes Müsterchen ausrumpfeffern.
Müssten wir mal gucken. Oh, ich sehe schon. Ja, mal die da. So, gucken wir mal. So. So. Und so. Gut. Fragt mich nicht, was das wird, wenn es fertig wird. Keine Ahnung. Mal so. 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 Nun jetzt. Mal. Hui. Gar nicht so einfach. Und vor allem ist es blöd, weil du abends nichts siehst. Der Schatten da oben drauf, das ist ein bisschen eichblöd. Und den mache ich da. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie machen wir das hier? Mal das. Boah, das ist ja fast dieselbe wie daneben. Also das ist ja bitter. Mal die. Die. Das heißt, der müsste der da. Der war es, glaube ich, ne? Oh, mal da. So, jetzt gucken wir mal. Aha, anscheinend passt das. Okay. Oh. Ich sehe gerade. Der war falsch. Was war denn das jetzt? Der muss. Ach doch, was wir machen einfach kreuz und quer durch die Gegend, ey. Das ist jetzt ein bisschen euch blöd. Den tun wir mal da. Dann nehmen wir mal den. Hau bloß ab, du Vieh. Dann nehmen wir mal schwarz. Dummel noch ein schwarz und neu. Hier noch ein schwarz. Da noch ein schwarz. Hier ein schwarz. Dann nehmen wir mal die schwule Farbe da. Den haben wir da schon. Macht aber nichts. Der ist schon. So. Hell. Ja, sieht doch ganz lustig aus. Oh, es hängt, es hängt. Jetzt. Fragt mich nicht, was der Scheiß jetzt gerade schon wieder sollte. Haben wir da noch einer hier. Da noch einer. Haben wir den. Oh, da einer. Hier. Da. Den da. Den da. Der da. Und. Der da. Oh, das haben wir schon. Mal. So. Das sieht doch ganz lustig aus. Richtig schön bunt. Ich glaube, ich müsste mich mal hinlegen und schlafen. Vielleicht ist das dann für mich besser zu sehen.
Jetzt ist es hell. Oder zumindest wird es hell. Da haben wir noch ein ungemaltes. Hier. Hier. Oh, nee, also das geht ja mal gar nicht. Jetzt sehe ich das nämlich auch besser, was da noch gefehlt hat. Oder beziehungsweise wo einer fehlt. Haben wir gar nicht lang rum. Einfach mal sinnlos irgendwie wo was neu. So, nehmen wir mal den. Ich mal gucken, den ändern wir mal, weil das sind zwei von denen dunkle, das gefällt mir nicht so. So, da haben wir schon einer. Haben wir hier einer, da. Ja, das ist ein bisschen Unterschied, man sieht's. So, nehmen wir mal die schwule Farbe da. Richtig schön bunt muss das werden. Pissgelb. Und da vielleicht noch was in der Form. Und da sieht es doch ganz lustig aus. Und den Teil könnte man in, ja, was weiß ich, keine Ahnung. Vielleicht genauso, also haben wir irgendwie was neu. So. So, dann noch einer. Das da. So. Ja, das wird auch schon fast zu nah. Machen wir es da hin. So. Ja, lustig. Finde es geil. Mal die schwule Farbe da. So. Gut. Nochmal die da. Nochmal so richtig schön bunt. Sieht doch echt lustig aus. Ich meine, warum soll immer alles einfarbig sein? Ist ja langweilig, oder? Kriegt noch einer und die kriegst auch noch. Und die machen wir schwarz. Sieht doch lustig aus. Das kommen, wie sie wollt. So, aber den Zaun, den malen wir jetzt einmal schwarz auch. So, und wenn wir das dann fertig haben, würde ich sagen, gibt es schon fast wieder einen Cut. Nein, jawohl. Leider Ding bleibt so. Ich bin gerade überlegen, ob ich da so eine Art Treppe noch darüber zu bauen, so runter, also so eine halbe. Oh, mal gucken, ob wir das dann im nächsten Video vielleicht in Angriff nehmen. Also praktisch hier runter. Darüber oder so, dass wir hier einen Durchbruch machen, dann weg. Ja, das könnte man eigentlich mal gucken, dass man hier so halbe Stufe mäßig runter machen. Oder vielleicht eine große Treppe hinmachen. Kommt drauf an, je nachdem, wie es hinpasst oder nicht. Das werden wir dann sehen, also, dass man da dann auch nochmal runterlaufen kann. Ja, was man hier oben machen, habe ich keine Ahnung. Also, wie gesagt, man hat nicht großartig viel Möglichkeiten hier irgendwie was
hinzuzimmern. Aber ich glaube, ich weiß, was ich da schon hinmache. Weil wenn ich das so angucke, könnte das vom Ding her funktionieren. Aber lasst euch mal überraschen, so eine, werde ich dann was machen, wo man hier oben drauf bauen kann. Lasst euch einfach mal überraschen. Ich werde das in Angriff nehmen. Aber das gibt es natürlich dann wieder erst im nächsten Video. Hier bedanke ich mich jetzt. Es war Teil 11. Der Raft Kreativmodus. Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und sag damit tschö mit Ö, ciao mit V und grüßt mir die Hühner.